Hallihallo und schön, dass ihr wieder einschaltet zu dem nächsten Video und zum Unboxing der Zauberbüchse für März. Wir haben März noch. Sie kam gerade an und ich dachte mir, können wir gleich auspacken. Ich bin total gespannt drauf, weil ich glaube, ob ich recht hatte, was drin ist, weil für die April-Thema habe ich keinen Plan. Es gibt so viele, die das Thema beinhalten, was, ja. Aber wir sind jetzt im März. Also schauen wir mal, was im März drin ist. So. Das war ja das Thema Schattenwelten. Die Spoilerkarte legen wir einmal da schön hin und dann tun wir mal die Maischips weg. Nicht. Ich habe diesmal nämlich wieder dran gedacht, den Eimer schon gleich da. Da, ich sehe was. Okay. Das sehe ich. Oh, das sehe ich schöne Sachen. Okay. Warte kurz, ich tue einmal noch ein bisschen was weg. Dann kann ich es für euch einmal zeigen. Das ist mein Blick aktuell da rein und das sieht nach einem Bleistift auf. Draw your story steht hier. Wenn ich schaffe, blende ich das euch nochmal groß ein. Dann haben wir hier ein Acryllesezeichen. Das sieht auch hübsch aus. So, dann haben wir einen neuen Stoffbeutel. Ich würde sagen, wir sollten es auch richtig rum hochhalten. Ne? Ja, das finde ich cool. Ja. Hängen wir es gleich mal dahin und schon sehe ich das Buch. Und ich hatte recht. Ich finde es cool. Und zwar ist es von V.E. Schwab. Im Garten der Schatten, galant. Und schaut euch den Buchschnitt an. Das ist doch geil. Wartet mal, ich stelle das mal hier so ein bisschen. Und ja, nicht die Umschlag. Und so sieht es unten drunter aus. Ja. Und also man muss sagen, mit Buchschnitt. Yep. Gleich mal hinten reinspitzeln. Sieht nicht so aus, als gäbe es ein zweites. Aber okay. Aber das ist so wie der Hintergrund. Ich habe mir gedacht, der Hintergrund ist jetzt ganz komisch. Das ist wie als wäre das aus einem Notizblock oder so rausgerissen worden. Der Buchschnitt. Ja. Das ist, um was geht's denn? Wir haben hier Olivia Prior, die nicht sprechen kann. Und ihr Leben lang in der Marylands Schule für Weißen und gefallenen Mädchen verbringt, bis ein Brief von ihrem Onkel kommt und sie zu sich einlädt. Und als sie dann im Stammsitz der Familie ankommt, weiß niemand davon, dass sie sozusagen eingeladen worden ist. Ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt ein dickeres Buch erwartet, weil das ja, soweit ich weiß, ein Standalone ist, also ein Einzelband, was ich nichts dagegen habe. Im Gegenteil, weil ich habe genug Buchreihen, die ich beenden will. Ja, aber es ist da und ich hatte recht, das finde ich geil, weil somit kann ich das von meiner Wunschliste löschen. Und jetzt schauen wir nochmal, was hier unten drunter ist, weil es fehlt ja noch einmal noch die Unterschrift. Dann, ich wollte gerade sagen, der Layer, aber den finde ich jetzt nicht einmal so schlecht. Also die anderen. Da muss ich sagen, okay, das Buch ist anscheinend auch ein bisschen, ja,
Das finde ich jetzt schon eher was, muss ich zugeben, als die anderen beiden. Ja, und natürlich das Print mit dem Leserbrief. Ja. Also wenn ich das Print sehe, denke ich mir, oh mein Gott, was ist das denn für eine Geschichte? Aber ich bin da mal gespannt und werde es die zeitnah lesen, weil ich hatte mich eigentlich für eine Belohnung auf eine Warteliste gesetzt und ja, sagen wir einfach mal so, die Warteliste hat sich schon aufgelöst und ich dachte mir so, ja, okay. Deswegen wird bald ein weiteres Unboxing von einer Buchbox hier auftauchen. Ich verrate nicht was, lasst euch überraschen. Auf jeden Fall freue ich mich, dass die Zauberbüchse da ist. Obwohl ich sagen muss, die Januar toppt sie auch nicht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, tut mir leid, wenn ich das jetzt so sage, aber irgendwie das Gefühl, da fehlt was. Wir haben das Buch, den Print, den Page Overlay, den Bleistift, die Tasche, und das Lesezeichen. Doch, wir haben alles, was auch auf der Spoilerkarte steht. Trotzdem fühlt sich das so an, als wäre nichts drin gewesen. Tut mir leid, wenn ich das so sage, aber es fühlt sich einfach so an. Ja. Und ja. Also es ist nicht so, als hätte ich was dabei, was ich nicht gebrauchen kann. Bleistifte kann ich immer gebrauchen, obwohl ich aktuell schon festgestellt habe, ich mehr Bleistifte habe als sonst irgendwas. Lesezeichen. Ich liebe diese Lesezeichen. Und nur mal ein Fun Fact, ne? Wegen der Tasche hier. Ja. Also es ist immer so, wenn meine Mutter gibt mir immer ihre leere Teelichter und ich fülle die immer mit Wachs auf, dass er keinen neuen kauft, weil ich so viele Wachsreste hatte. Und ich habe sie immer noch. Ja. Und auf jeden Fall hatte sie plötzlich 3 von diesen Taschen zu Hause. Und sie meinte, ja, und du hast ja gar keine mehr. Und ich habe ihr dann nur noch ein Bild von meinem Taschenstapel geschickt. Von diesen Stofftaschen. Und meine Mutter so, okay, jawohl. Und jetzt habe ich wieder eine mehr. Und ich habe wirklich viele davon, weil ich ja in den Buchboxen und ich habe ja auch viele vor 2 Jahren ja fast monatlich mehr als eine ausge... Und die sind ja öfters mal drin. Wie gesagt, man kann eigentlich von den Teilen nie genug haben. Aber es ist schon der Wahnsinn, wie viele man von diesen Taschen eigentlich kriegt. Genauso von Tassen, Lesezeichen. Also da muss ich sagen, tut mir leid, wenn ich das jetzt so sage, aber manchmal denke ich mir, ihnen fällt nichts Besseres ein, sie geben halt den Alten was Neues. Aber wie gesagt, mir gefällt's und ich freue mich. Und ehrlich gesagt, wird die auch nicht bei mir bleiben. Die kommt in den Adventskalender für mein Patenkind. Ja, weil das ist genau ihr Style und ich denke, das Lesezeichen wahrscheinlich auch. Weil sie ist auch so ein Buchwurm wie ich und das ist so genau ihre Richtung. Ja. Naja, auf jeden Fall war das, habe ich glaube ich jetzt schon mal gesagt, mehrmals gesagt, aber egal, das ist die Zauberbüchse März. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss. Könnte ich doch heute eigentlich noch lesen, oder? Könnte ich schaffen. Wie viele Seiten hat das? Oh.